Started on the ground, I'm working in the basement. Made it to the attic, swear it's so amazing. Die Immobilie ist ja mal richtig geil. Bist du auch schon aufgeregt? Bisschen, ne? Mhm. Ich hoffe, es klappt. Ich auch. Schönen guten Tag, Frau Bahadori am Apparat. Ich interessiere mich für ein Objekt, welches Sie im Internet inseriert hatten. Ja, das ist richtig schade, dass die Immobilie leider nicht für Sportstätten geeignet ist. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen wunderschönen Tag. Ja, Freunde, ihr habt gehört, auch diese Immobilie kommt für ein Fitnessstudio nicht in Frage. Allein heute habe ich 6 Telefonate geführt und bei jeder Immobilie hieß es, nicht für Fitnessstudios. Ich habe keine Ahnung warum, vielleicht zahlen Fitnessstudios ihre Miete ab und zu mal nicht oder viel zu spät. Ja, so ein bisschen verzweifelnd ist das schon, wenn man jeden Tag irgendwie anruft und sich Mühe gibt und dann jeden Tag gefühlt, ja, 4, 5, 6 Absagen bekommt. Und meistens sind das ja nur die Vermittler, das heißt, die Besitzer dieser Objekte wollen einfach nicht, dass man da ein Gym reinbaut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum, aber so langsam fängt es ein bisschen an zu nerven. Trotzdem werden wir natürlich jeden Tag immer noch Vollgas geben, bis wir was gefunden haben. Und wenn es jetzt auch noch 2 Monate, 3 Monate, 4 Jahre dauert, wir geben Gas. Aber der ein oder andere, ja, der hat dann irgendwann, glaube ich, keinen Bock mehr, ne? Und wird seinen Traum dann nicht mehr verwirklichen. Ich hoffe, bei uns bleibt die Motivation nur hoch. Wird sie. Ist auf jeden Fall ernüchternd, oder? Auf jeden Fall. Wenn man echt viele Hallen eigentlich als Option hat, die aber einfach keinen Bock haben und auch schon seit Wochen drin sind. Also ich habe jetzt schon echt lange geguckt, teilweise sind die Hallen immer noch drin und auch verfügbar. Und dann wollen die anscheinend gar keine Miete. Also besser gesagt, die wollen lieber, dass kein Fitnessstudio reingeht, als irgendwie Miete kassieren. Ja. Scheint denen wohl zu gut zu gehen in Köln. Yes, wenn du einen Kontakt hast oder sonstiges, schreib mir eine Mail. Würde mich sehr freuen, wenn man über Vitamin B vielleicht was klären kann. Mal schauen. Yes, für uns geht's jetzt ab ins Gym. Vorher geht's aber erstmal zum Friseur. Vielleicht ist der Bart ein bisschen zu böse. Vielleicht muss ich ein bisschen lieber aussehen. Haare sind wieder fresh, wieder ordentlich. Und deine Haare sind auch wieder fresh, ne? Seiten auf 35. Auf Zephyr. Genau. Läuft bei dir, Brudi. Und davor noch eine 3 davor. Was? 0 und dann eine 3 davor, 30, du weißt? Der Sainsbury ist übrigens wieder verfügbar. Er war ja ein paar Wochen ausverkauft. Jetzt kann ich mir auch wieder endlich wieder gönnen. Auf euch. Das erste Mal, dass Tauboga mal direkt den Booster scoopt, also direkt in den Mund. Mal schauen. Das Ding ist, ich habe ja noch für ein Kaugummi genommen, ne? Awesome. Geh mal hier hin, weil dann wird jetzt nicht, gleich doppelt. Das Auto will hier, glaube ich, hier gleich rausfahren. Ja, aber ja, das hat jetzt Priorität, du. Der Booster, okay. Der muss jetzt knallen. Komm. Das kann man nicht. Guter Versuch. Komm, nochmal. Du musst ein bisschen nachkippen. Komm, 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 komm. Oh. Schnell. Okay. Da hat aber jemand sehr viel Durst. Sauer, oder? Überhaupt nicht. Jo Leute, willkommen zum Trainings-Voiceover. Ihr seht hier gerade eine geschmeidige Push-Session von mir. Die erste Übung haben wir nicht gefilmt. Das war das reguläre Bankdrücken mit 130 Kilo. Danach gab es eine Übung, die sich Spoto Press nennt, mit 110 Kilo. Das heißt, man macht eine kleine Pause über der Brust. Ich habe beim Bankdrücken einfach nicht so eine große Brustmuskelaktivierung gespürt. Und jedes Mal, wenn ich die mache, habe ich einfach ein richtig gutes Feeling in der Brust. Und deswegen dachte ich mir, mache ich hier nochmal ein paar Sätze hinterher. Insgesamt 5 Sätze Bankdrücken gemacht. Und wie gesagt, Spoto Press, super, super cool, gerade dann, wenn du die Brust nicht so ganz spüren kannst beim Bankdrücken. Hilft mir persönlich immer ungemein, du kannst natürlich viel weniger Gewicht bewegen, aber who cares. Danach gab es Super Incline, dazu werde ich demnächst mal was in einem separaten Video sagen. Finde ich eine richtig geile Übung, auch hier wieder, man kann leider nicht so viel Gewicht verwenden wie beim normalen Incline, wie beim normalen Schrägbankdrücken, aber dennoch richtig geil, gerade für Bodybuilding-Zwecke, wenn du eine starke Brücke machst, wenn du hohe, ich sage mal, nicht hohe, sondern wenn du sehr schräge obere Brustmuskelfasern hast, dann macht das absolut Sinn. Der ein oder andere macht wahrscheinlich so Military Press, deswegen sind da 90 Kilo schon, ja,
ganz okay für mich. Ich bin da aber auch nicht besonders stark im Vergleich zum Bankdrücken. Und gerade das zeigt mir natürlich Schwächen auf, an die ich arbeiten werde. Danach gab es Butterfly bzw. Cable Crossover nach oben hin. Insgesamt habe ich an dem Tag 12 Sätze für die Brust gemacht. Das Ganze ja dreimal die Woche, knapp 36 Sätze für die Brust. Und danach gab es erst die Paused Squats mit der Shaitan Squat Stange bzw. mit der Safety Bar. Die Übung ist einfach nur brutal. Ihr müsst einfach nur versuchen, ein wenig aufrechter zu beugen. Mit einer Pause unten heftig. Auch wieder hier, wie bei allen Übungen, die ich gefühlt gemacht habe, außer bei dem Bankdrücken, also bei der ersten Übung, kann man hier deutlich weniger Gewicht bewegen als als bei der regulären Kniebeuge. Dadurch, dass man praktisch einen Front Squat imitieren kann und die Pausen helfen meinen Knien ein bisschen vielleicht stärker zu adaptieren, bevor ich noch stärker werde in der Übung. Ich habe euch ja mal erzählt, ich hatte die Übung jetzt für 2 Mesos drin, aber mit 160, 70 Kilo, da tun schon die Knie weh, weil es extrem oberschenkeldominant ist. Danach gab es Seitheben und Wadenheben im Supersatz. 8 Sätze Seitheben, für mich die wichtigste Übung im Bodybuilding. Dadurch kriegt man wirklich diesen richtig schönen, runden Schulterlook. Man muss sie natürlich nur richtig machen. Dazu habe ich auch ein Video online. Checkt es unbedingt ab, wenn ihr Probleme habt. Und immer, wenn ich so viele Sätze mache, beim Seitheben oder bei irgendeiner Übung, dann splitte ich es meistens. Also hier habe ich 4 Sätze freigemacht, 4 Sätze an der Maschine. Manchmal mache ich auch 4 Sätze dann am Kabelturm. Finde ich alles ziemlich gut. Alles hat Vor- und Nachteile. Und dementsprechend, warum nicht beides machen, wenn man schon so viele Sätze macht? Spricht eigentlich nichts dagegen. Auch hier wieder maximale Konzentration auf den Muskel, damit das Volumen auch ankommt. Seitdem, I love it. Und danach gab es Trizepsstrecken, 5 Sätze. Die ersten 3 Sätze habe ich vor dem Körper runtergedrückt. 12 Wiederholungen, ganz einfach, weil der Stack jetzt schon ausgemaxt ist. Also ich kann nicht mehr Gewicht bewegen. Ich habe schon alles, was in diesem Fitnessstudio so verfügbar ist. Und danach, nachdem ich eben 3x12 nach vorne gedrückt habe, gab es auch noch was über Kopf für den langen Trizepskopf. Auch hier wieder, Freunde, schaut euch unbedingt mein Trizeps-Video an, dann wisst ihr ganz genau Bescheid, was abgeht. Ansonsten war es eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Push-Session. Habe mich hier noch, ordentlich, finde ich, dafür, dass mein Gewicht leicht runtergeht, immer noch steigern können, weil die Leistung gleich geblieben ist. Und natürlich darf der gute alte Beinstrecker nicht fehlen, Freunde. Das war's mit dem Trainings-Voiceover. Wenn ihr euer Trainingswissen auf das nächste Level bringen wollt und vor allem, wenn du fertige Trainings-Mesozyklen haben möchtest, die du ganz einfach nachtrainieren kannst, indem du deine Daten eingibst, dann hol dir unbedingt das Trainingspedia-Bundle vorrabattiert mit 25% Rabatt, kein Code notwendig. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Vlog. Nach dem Training sind wir erstmal direkt zum Elektronikfachgeschäft unseres Vertrauens gefahren, um hier keine Namen zu nennen, keine Werbung und so. Denn mein Objektiv ist wieder kaputt. Ich habe es ja in die Reparatur reingeschickt, dann wurde es zurückgeschickt und hat immer noch den gleichen Fehler. Also müssen wir die wieder zurückschicken und da wir morgen nach Dubai fliegen. Ich brauche jetzt ein neues Objektiv. Problem? Wir haben keine krassen Objektive hier. Neues Objektiv am Start. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum können wir die ganze Zeit filmen? Die funktioniert nur manchmal nicht. Und manchmal funktioniert sie für eine lange Zeit nicht. Und dann funktioniert sie wieder für eine kurze Zeit. Und dann wieder nicht. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht gecheckt, was mit der los ist, weil bei denen hat es wahrscheinlich funktioniert. Aber bei uns eben wieder nicht. Wir müssen dann immer dran rütteln, aufmachen, anmachen, drauf hoffen, beten, was auch immer. Irgendwann funktioniert sie dann doch, nur dauert 20 Minuten für eine 5-Sekunden-Aufnahme. Und deswegen haben wir jetzt ein Ersatzgerät, zwar keine Sony G-Master, blablabla, interessiert wahrscheinlich eh keinen, aber die ist auch cool. Keine Werbung, haben wir selbst gekauft. Schnell zu Subway, weil er direkt am Mediamarkt dran ist und natürlich, weil es lecker ist, keine Werbung. Aber das Angebot steht von uns, wir nehmen immer noch ein Sponsoring von Subway an. Darauf freue ich mich jetzt wirklich riesig, wie immer eigentlich. Ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, ne? Nächster Tag für uns geht es jetzt ab nach Dubai und war wieder ordentlich stressig, ne? Ja, war sehr stressig. Jedes Mal, wenn wir reisen, jedes Mal haben wir einfach den Todesstress. Es geht einfach nicht ohne.
Ist halt einfach so. Aber jetzt sind wir da. Ich brauch mehr Mitarbeiter. Ich brauch mehr Mitarbeiter wie der Julian, die alles für mich machen. So muss es dann laufen. So, das Video für heute ist jetzt auch direkt mal hochgeladen worden. Das Ding hier, ne, wird jetzt direkt rausgeballert, damit ihr schön Content habt, während wir hoffentlich sicher ankommen in Dubai. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Man kriegt hier in Dubai eine kostenlose SIM-Karte, wenn man einreist. Richtig cool. Hatten wir auch noch nie. Ist, glaube ich, neu. Man hat zwar nicht viel, 20 MB, aber man kann sich hier was draufladen und 20 MB kann vielleicht für so einen Tag oder so auch ausreichen, wenn man jetzt Google Maps oder so benutzt. Macht aber vorher alle mobilen Daten aus. Also ich hatte eben WhatsApp an und das hat irgendwie 30 MB gezogen im Hintergrund. Und da ich Datenroaming anhab, waren das schon mal 35 Euro oder so. Danke an O2. Ne? Ich habe 30 GB sonst in Deutschland und zahle, keine Ahnung, 30 Euro dafür oder 40 Euro dafür. Keine Ahnung. Und ich hatte mal kurz was an, damit ich was posten kann. Und das hat mich 35 Euro gekostet. Stabil. Echt stabil. So Leute, im Hotel angekommen. Ich beende mal hier den Vlog. Wird natürlich einiges aus Dubai kommen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt oder was sehen wollt, dann habt damit in die Kommentare. Wir sind jetzt auf jeden Fall hungrig und gehen was essen. Ciao, ciao.